Ja, also zusammenfassend, Mut wird belohnt. So viel zur Torhüter-Position. Bei der deutschen Nationalmannschaft ist aber natürlich auch sehr viel passiert bei den Feldspielern. Unter anderem gibt es einen neuen Kapitän. Du hast gerade eingangs ja auch schon erwähnt, was die Spieler weg sind, von Müller bis Groß, aber auch Ilkay Gündogan. Und jetzt wurde Joshua Kimmich als Nachfolger des Kapitäns benannt. Für dich auch das eine gute Entscheidung, Kimmich zu nehmen? Eine logische Entscheidung. Er ist jetzt auch schon lange bei der Nationalmannschaft, hat auch immer medialen Wort beim FC Bayern München und deswegen ist es für mich keine Überraschung, dass er jetzt da in die Fußstapfen tritt. Keine Überraschung, aber hättest du die gleiche Wahl getroffen? Also es gibt da ja auch ein paar, auch ehemalige Spieler. Ich glaube, Max Kruse war es, der gesagt hat, das ist eine langweilige, typische DFB-Entscheidung. Er hätte sich jemanden, du lachst schon, jemanden gewünscht, wie zum Beispiel Niklas Füllkrug, jemand, der vielleicht ein bisschen lauter, zumindest medial wahrgenommen wird. Was ist deine Meinung? Boah, da hat es auch wieder jeder Experte oder jeder, der denkt, der muss da was zu sagen, einfach eine eigene Meinung. Ich finde es eine gute Entscheidung. Joshua ist einfach auch ein klassischer, typischer deutscher Mittelfeldspieler. Vielleicht ist er ein bisschen langweilig, keine Skandale, aber das war Toni Kroos auch. Also von daher ist es für mich einfach eine gute Wahl.